Hallo liebe YouTube-Menschen, die Gerüchteküche fängt langsam wieder an zu brodeln, wenn es hier rumgeht. Also nicht um das OnePlus 6T, sondern um den Nachfolger, der mit großer Wahrscheinlichkeit das OnePlus 7 sein wird. Und was das OnePlus 7 unter der Haube haben wird, könnte eventuell, darüber sprechen wir heute mal. Ja, wer von euch das ein oder andere Video auf diesem Kanal schon gesehen hat, der weiß, dass ich ja zugegebenermaßen so ein kleiner OnePlus-Fanboy bin. Und ich nutze die Geräte ja nun schon auch seit einiger Zeit und bin damit auch sehr zufrieden. Was das OnePlus 7 unter der Haube haben könnte, ich habe mir hier mal so ein paar Spickzettel gemacht, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wann das Ganze vorgestellt wird, das steht noch nicht fest, allerdings gibt es von dem Hersteller Gistop, die haben sich so auf den Vertrieb von China-Handys spezialisiert, einiges an Leaks und die behaupten, dass sie bereits wissen, was sich da unter der Haube befindet. Was wir natürlich mit Vorsicht genießen, aber so ein bisschen als Diskussionsgrundlage dienen soll. Denn ich möchte gerne mal von euch wissen, ob ihr das Ganze spannend findet oder ob ihr sagt, der Smartphone-Markt langsam langweilt mich das so ein bisschen. Schauen wir doch mal. Basierend soll das OnePlus 7 auf Android 9 Pie. Klar, logisch, das ist jetzt eine Aussage, die kann man tätigen, auch ohne da deep in den Schubladen von OnePlus zu wühlen. Und dass das Ganze wieder mit Oxygen OS ausgeliefert wird, auch das halte ich, so wie von Gistop beschrieben, für relativ wahrscheinlich. Was ich auch sehr gut finde, das OnePlus 6T läuft ja auch mit Oxygen OS und ich bin der Meinung, dass das unter anderem ein Grund dafür ist, dass die Smartphones relativ langlebig sind. Die Oberfläche ist aufgeräumt, das Betriebssystem ist relativ fix und bleibt das auch, wie im Gegensatz zum Galaxy S8, was hier auch einige Zeit in Benutzung hatte. Das war am Anfang sehr schnell, ging dann aber rapide bergab und bei dem OnePlus ist das meiner Meinung nach nicht so. Meine Meinung zählt aber nicht. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Natürlich soll das aktuelle LTE-Bänder unterstützen, 3, 27, das nur so am Rande. Für mich nicht so relevant, weil es natürlich dann immer darauf ankommt, ob euer Datenvolumen überhaupt LTE unterstützt. Herzstück des Ganzen soll der Snapdragon 855 sein, der mit bis zu 2,85 GHz taktet. Auch da wieder eine kleine Revolution, Evolution. Eher Evolution, denn das sind kleine Steps, die nach vorne gehen. Aktuelle Hardware, selbstverständlich. Schauen wir doch mal weiter. Natürlich soll das Ganze auch wieder, wie beim Vorgänger, Dual-SIM unterstützen. Bei mir war es so, dass ich eine Zeit lang Dual-SIM genutzt habe. Mittlerweile nutze ich das nicht mehr. Da würde ich mir persönlich wünschen, dass das Ganze so ein Doppelschacht wäre, wo man auch eine Speicherkarte reinpacken könnte. Mit welchem Speicher das Ganze ausgestattet wird, das schauen wir uns auch gleich an. Auf jeden Fall soll es wohl auch wieder zwei Varianten geben, wenn es um den Arbeitsspeicher geht. Einmal eine 8 GB Variante und bis hin zur 12 GB Variante. Es gibt ja immer verschiedene Ausstattungslinien, das war ja beim OnePlus 6T auch so und so soll das jetzt auch wieder beibehalten werden. Also immer noch zweizeilig, keine 128 GB RAM. Sehr schade, denn die bräuchten wir natürlich mittlerweile. Ich weiß noch, wie sich am Anfang alle darüber aufgeregt haben, dass ein Smartphone 8 GB RAM hat. Jetzt sind wir mittlerweile bei 12 und noch mehr angekommen und es sagt auch keiner mehr was dazu. Bei der 8 GB Variante soll es dann so sein, dass das Ganze mit 128 GB Speicher ausgestattet wird und bei der 12 GB Variante sollen das dann 256 GB Speicher sein. Für den einen oder anderen, der möchte jetzt vielleicht sagen, das ist aber relativ viel, 256 GB. Allerdings ist es ja nun mal leider so, dass man keine Speicherkarte nachrüsten kann. Und da viele nun relativ viel Fotos machen oder auch ihre Lieblings-Spotify-Playlist auf dem Smartphone speichern, finde ich persönlich das gar nicht so schlecht, denn haben ist besser als brauchen. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass man da bis zu 256 GB Speicher unter die Haube packen kann. Beim Akku sprechen wir auch wieder von einer kleinen Evolution und keine Revolution. Das Ganze soll wahrscheinlich 4000 mAh haben. Das wären dann 300 mehr als bei dem aktuellen OnePlus 6T. Auch da wieder ein bisschen mehr. Inwiefern das auf die Laufzeit Einfluss nimmt, weil es natürlich dann auch noch darauf ankommt, welche Hardware verbaut wurde, wie viel das Display braucht, das wird sich dann später zeigen. Es sind auf jeden Fall 700 mAh mehr als beim OnePlus 6. Das ist dann schon wieder ein bisschen signifikanter. So, schauen wir mal weiter. Das Display, auch ein relativ großer, wichtiger Punkt, denn das ist ja das, wo man in der Regel drauf schaut beim Telefon. Da wird es wohl wieder so sein, dass der Fingerabdrucksensor wieder unter dem Display verbaut ist und das Display marginal größer wird. Und zwar sollen 6,5 Zoll verbaut werden, geschützt von Gorilla Glass 6. Übrigens hier Gorilla Glass. Ich habe hier auch noch ein Glasschutz von Spigen. Den will ich mir demnächst mal auf mein OnePlus 6T packen. Wenn euch das interessiert, bleibt dabei und zieht euch das nächste Video rein. Mal gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Dann kloppen wir das mal da drauf und schauen, ob das was taugt. So, wo war ich? Corning Gorilla Glass 6.
Bei dem aktuellen OnePlus 6T ist es ja so, dass wir ein 6,41 Zoll Display haben. Das heißt, von 6,41 auf 6,5 Zoll, das ist nicht viel. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Das ist ja das oder die Strategie, die OnePlus meiner Meinung nach immer fährt. Alles, was so unter der Haube verpackt wird, das ist so kleine Evolution. Hier wird ein bisschen was verbessert, da wird ein bisschen was verbessert. Aber OnePlus, die machen das ja immer so, dass sie ein Feature mit reinpacken, was halt eine mehr oder weniger größere optische Änderung ist. Der Umstieg von der Single auf eine Dualkamera, dann gab es bei dem OnePlus 6 die Notch. Gut, das hat fast jeder Hersteller gemacht, aber die gab es. Das war eine relativ große optische Änderung. Beim OnePlus 6T war die optische Änderung, dass das Ganze eine Tropfen-Notch bekommen hat. Und bei dem OnePlus 7 soll es so sein, dass die Notch komplett verschwindet. Und es soll nicht so gelöst werden, dass wir wie beim Galaxy S10 so ein kleines Loch im Display haben, sondern dass das Ganze mechanisch herausfährt. Also die hintere Kamera, die bleibt ganz normal auf dem Gehäuse. Und bei der Frontkamera soll es so sein, die soll übrigens 16 Megapixel haben, dass sie aus dem Gehäuse fährt. Das ist dann so ähnlich wie beim Oppo F11, also das gab es auch schon mal. Aber OnePlus, wir sind ja nun anscheinend auch relativ eng verbunden miteinander mit Oppo, die sollen das übernehmen beim OnePlus 7. Und ich persönlich, für mich ist das okay, weil die Frontkamera, die benutze ich sowieso nicht und die würde bei mir dann wahrscheinlich die größte Zeit sowieso im Gehäuse bleiben. Allerdings hat das auch wieder den Nachteil, dass wir ein mechanisches Teil haben und mechanische Teile, wenn das Gerät irgendwann mal runterfällt oder irgendwelcher Staub dazwischen kommt, dann ist das natürlich anfälliger, als wenn die Linse im Display verbaut wäre oder beziehungsweise dahinter. Auf jeden Fall ist das dann wieder vom OnePlus 6T zum OnePlus 7 meiner Meinung nach diese große optische Änderung und das ist ja die Strategie, die OnePlus immer fährt, um das Gerät irgendwie noch attraktiv zu machen, weil die anderen inneren Werte ja nun mal nicht so groß oder sich so groß unterscheiden. Gehen wir noch mal ganz kurz auf die Rückkamera ein. Da soll es so sein, dass es eine Triple-Kamera gibt mit 48, 20 und 5 Megapixel. Inwiefern die drei Linsen nun welche Funktion haben, das müssen wir dann mal schauen, ob es da einen Tiefensensor gibt oder ob es eine monochrome Kamera gibt. Auch das, da lassen wir uns mal überraschen. Das letzte, der Preis, beim Preis, ach, das steht auf dem anderen Zettel, jetzt habe ich den runtergeworfen. Holla die Waldfee, der steht ja hier noch drauf. Also, beim Preis ist es so, das Ganze soll wohl $569 kosten. Auch da wieder mit Vorsicht genießen und inwiefern sich der Preis von Dollar auf Euro umrechnen lässt, ob das dann auch $569 kostet, das werden wir mal schauen. Klingt für mich auf jeden Fall plausibel, denn das OnePlus 6T ist gerade für €549 zu haben und eine leichte Preissteigerung gibt es ja in der Regel immer. Wir lassen uns mal überraschen, wann das soweit sein wird. Auch das werden wir mal sehen. Ich finde es mehr oder weniger spannend, aber ich bin mit dem OnePlus 6T auch noch ganz gut bedient und ich denke mal ein Upgrade wäre, wenn nur interessant, um das Ganze hier in ein paar Videos zu zeigen, wenn das Ganze für euch interessant ist. Wie seht ihr das Ganze denn? Sagt ihr, ich finde das super, das Gerät wird spannend, das hole ich mir vielleicht. Oder vielleicht sagt ihr, ich habe noch ein älteres OnePlus-Gerät in Benutzung und das wird auch so bleiben. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Upgrade, wenn es denn so passieren wird, komischer Satz, haltet. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in den Kommentaren sehen oder beim nächsten Video. Und bis dann, tschö mit ö.